gleichzeitig aber auch als Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist für erwachsene Menschen und nicht nur für Jugendliche eine Selbstverständlichkeit, dass sie in ihrer Tätigkeitsorientierung immer ein Stück Entwicklung erwarten und diese Entwicklung brauchen, um, ja, um ihr Selbstgefühl und auch ihren Status in der Gesellschaft als befriedigend zu erleben. Also diese Möglichkeit der individuellen Entwicklung muss in irgendeiner Form sinnvoll, als Chance zumindest, mit eingebaut sein. Und das funktioniert in der Regel nur, wenn man in einen sozialen Kontext eingebettet ist, wenn man nicht als Einzelkämpfer durch die Welt gehen muss, sondern ein Netz von Kollegen, Freunden, Nachbarn hat, in dem man soziale Kontakte pflegen kann und auch dabei seine eigene Entwicklung ein Stück weit mitsteuern kann. Deswegen ist eine Integration, als Einbett, wie es hier steht, als Einbettung in soziale Beziehungsnetze, mit als Teil der Inklusion zu verstehen. Und deswegen diese drei Ebenen und nicht nur in ökonomischer Hinsicht die Frage der Integration in den Arbeitsmarkt. Ja. Eine Voraussetzung dafür ist, dass es eine solide Grundsicherung gibt. Die Grundsicherung ist in der Form des ALG II heute einigermaßen geregelt, auch wenn man davon ausgehen muss, dass sie natürlich nicht ein universeller Problemlöser sein kann. Als jetzt normativen Anspruch formuliert, heißt das, wie es hier steht, also alle Gesellschaftsmitglieder, das alle muss man unterstrichen denken, haben einen unbedingten Anspruch auf die Gewährleistung der notwendigen Mittel zur Existenzsicherung unter einer Bedingung, unter einer einschränkenden Bedingung, nämlich, dass über keinen anderen zumutbaren Zugang zu Mitteln der Existenzsicherung in ausreichendem Maße verfügen. Es ist eine strikte Bedarfsorientierung und wie man sieht, Bedarfe müssen festgestellt, müssen geprüft werden. Es ist damit eben auch eine Prüfung, eine Bedarfsprüfung notwendig. Und was auch Prinzip der Grundsicherung ist, etwas, was die Betroffenen natürlich nicht immer gerne hören, die Höhe der Grundsicherung reicht nur zur Lebensführung auf einem sehr bescheidenen Niveau und sie kann und soll das Arbeitseinkommen und die Bemühungen und die Erzielung eines eigenen Arbeitseinkommens natürlich nicht ersetzen. Und damit kommt für viele, die an dieser Diskussion teilnehmen, natürlich die bessere Alternative ins Spiel. Die bessere Alternative, was ist denn dann mit einem allgemeinen Grundeinkommen? Das wäre doch eigentlich viel praktischer und auch in vieler Hinsicht für die Betroffenen angenehm. Dazu nur ganz kurz, es gibt bekanntlich einen Hauptunterschied, nämlich der Wegfall der Bedürftigkeitsprüfung, falls es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Und Optimisten glauben, es würde außerdem helfen, Armut zu vermeiden, mehr Verteilungsgerechtigkeit zu erzielen, größere Wahlfreiheit bei der Arbeitsplatzsuche und weitere Vorteile. Ich will ganz kurz auf einige dieser Aspekte eingehen. Wir können ja in der Diskussion eventuell noch vertiefen. Die Erfahrungen mit Ländern, die etwas Ähnliches wie ein bedingungsloses Grundeinkommen besitzen, haben gezeigt, dass es fast überall in wirtschaftlichen Krisenzeiten, wenn Arbeitslosigkeit entsteht, als Niedriglohnsubvention und damit als Anreiz für die Arbeitgeber zur Reduzierung des Lohnangebots funktioniert. Es ist nicht in keiner Weise per se armutsvermeidend. Wahlfreiheit setzt voraus, dass der Bezug eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht zugleich in der Öffentlichkeit oder im eigenen sozialen Kontext sozial diskriminierend definiert wird. Aber auch das ist unter den gesellschaftlichen Verhältnissen, die wir kennen, in der Regel nicht der Fall und nicht erwartbar. Grundeinkommensbezieher würden höchstwahrscheinlich sozial diskriminiert werden und damit wäre ihre Wahlfreiheit erheblich eingeschränkt. Ja, entgegen manchen optimistischen Annahmen
entspringt aus dem Bezug eines irgendeines Einkommens, aus irgendeiner anderen Quelle oder auch aus einer sozialstaatlichen Quelle, nicht automatisch das Motiv, sich in einer bestimmten Weise dann zu betätigen. Und deswegen ist auch die Vorstellung, es wird eine Zivilgesellschaft jetzt angeschlagen oder demokratische Beteiligung im politischen Prozess in irgendeiner Weise dadurch bestärkt werden. Was zu sonstigen Punkten zu sagen ist, will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil ich muss mich ein bisschen straffen. Aber ein Punkt ist ganz wichtig: Der Verzicht auf Bedürftigkeitsprüfung widerspricht einem Gerechtigkeitsprinzip, was in unserer Gesellschaft doch eine relativ zentrale Rolle spielt, nämlich das der Leistungsgerechtigkeit. Denn es würde dann so aussehen, als ob selbstgewählte Bedürftigkeit, also Menschen, die durchaus in der Lage wären, ein Einkommen zu erzielen, aber das Grundeinkommen vorziehen, also selbstgewählte Bedürftigkeit belohnt wird und Nichtbedürftigkeit, nämlich durch die höheren Transferlasten, die aufzubringen sind, bestraft würde. Das ist mit dem, sagen wir mal, mit der Verfasstheit unserer Gesellschaft und mit den sozialmoralischen Vorstellungen, die dominieren, schlichtweg unvereinbar. Aus diesem Grund ist die Vorstellung eines bedingungslosen Grundeinkommens mit den Vorschlägen auch hier dieser Sozialpolitikkommission, Heinrich-Böll-Stiftung, nicht in Einklang zu bringen gewesen. Und wir haben das am Anfang sehr offen und auch kontrovers diskutiert, aber nach reiflicher Überlegung davon Abstand genommen, dass folgende konkrete Schritte empfohlen worden sind. Erst zum einen die Aufhebung der ganzen Sonderregelung für die sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse und stattdessen die Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen für alle Beschäftigten. Das ist zweitens ein Programm für integrative Leistungen, die der öffentliche Beschäftigungssektor erbringen soll für Personen, die nicht am Arbeitsmarkt vermittelbar sind. Und es sind adäquate, also gemäß dem sich wandelnden Qualifikationsbedarf angepasste Reformen im Bildungssystem. Einheitliche Rahmenbedingungen für alle Beschäftigte heißt in der befristeten Beschäftigung eine Schiene zu installieren, die den Übergang von der Befristung in eine unbefristete Beschäftigung erleichtert. Und das wird gesehen dadurch, dass mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit die Kündigungsfristen für die befristete Beschäftigung auch zunehmen, sodass ein gleitender Übergang möglich wird. In welcher Form das jetzt technisch genau ausformuliert werden müsste, das wurde hier nicht festgelegt. Das ist auch eine Frage für Experten. Es kommt ja darauf an, die sozialpolitische Diskussion ein Stück weit in diese Richtung zu beeinflussen. In der Zeitarbeit wird für eine Begrenzung der Überlassungsdauer wieder auf 6 Monate plädiert, und zwar um Zeitarbeit im Wesentlichen nur noch zur Überwindung von Kapazitätsengpässen, wie das auch früher mal gedacht war, zur Verfügung zu halten, aber nicht mehr als eine fast Normalform der Beschäftigung quasi auf Dauerarbeitsplätzen, wie das heute in der Industrie vielfach der Fall ist. Das Ganze setzt eben voraus gleiche Entlohnungsrechte und auch gleiche Rechte auf sonstige Vorteile, Vergünstigungen und Behandlungen am Arbeitsplatz wie bei den Stammbelegschaften. Die sogenannte geringfügige Beschäftigung ist ein ganz besonderer Fall. Wir wissen, wenn wir von Niedriglohnbeschäftigung reden, in der Größenordnung von 15-20%, je nach Definition, denkt man sehr schnell an die bevorzugte Form. Das sind die 400 Euro Minijobs, die durch reduzierte und vereinfachte Abgaberegelungen privilegiert sind. Hier ist gemeint, dass diese Privilegien abgeschafft werden. Die ganzen Sonderregeln und Entgeltgrenzen, weil die ja in den Erwartungen der Arbeitgeber wie auch viele Arbeitnehmer eigentlich eigene Beschäftigungs-
Kategorien geschaffen haben, von denen aus man nicht mehr ohne weiteres einen Aufstieg organisieren kann oder wechseln kann in andere Beschäftigungsformen. Die Vorstellung ist vielmehr, dass unter Bedingung, dass die Abgaben, Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge entgeltproportional sind, dass die Abweichung von der normalen Arbeitszeit, die in den Tarifverträgen festgehalten wird, von 35 oder anderen Wochen- und Stundenpensen, dass die Abweichung arbeitsvertraglich frei geregelt werden kann und es keine automatischen Wochen, Stunden, Pensen gibt, in die man automatisch hineinrutscht, wenn man ein Beschäftigungsverhältnis nachsucht. Auf diese Weise sind eher Aufstiege möglich und weniger diese Gefangenheit in einer Beschäftigungskategorie, die da einem selbst dann noch bei Bewerbung auf andere Arbeitsplätze als Nachteil wieder entgegengespiegelt wird. Kombilöhne sind inzwischen auch mehrfach evaluiert worden. Ein Kombilohn heißt, dass man zu einem relativ niedrigen Lohn beschäftigt ist, Arbeitslohn bezieht und dann gibt es ähnlich wie bei den Aufstockern in den Hartz-IV-Regeln noch eine Zulage sozusagen aus dem sozialstaatlichen Programm. Kombilöhne haben wesentlich weniger Effekt gehabt als arbeitsmarktpolitisches Instrument, als die Befürworter mit ihnen eins gedacht haben. Ich selbst hier ein ehemaliger Kollege von mir, Fritz Scharf, Direktor am Max-Planck-Institut in Köln, hat sie lange Jahre befürwortet und man muss sagen, dass die Voraussetzungen, die Prämissen, unter denen die Befürwortung stattgefunden hat, nicht in der Wirklichkeit ihre Entsprechung gefunden haben. Die Kombilöhne, dort wo sie eine gewisse Verbreitung gefunden haben, waren im Wesentlichen dann doch Mitnahmeeffekte, weswegen auch hier dieser Lock-in-Effekt, dass man in bestimmte Formen als Arbeitnehmer reinrutscht und dann sehr schlecht und günstiger wieder rauskommt, dass auch der abgebaut werden muss. Statt Hinzuverdienstregelungen, sagt die Kommission, wäre es wirklich günstiger, Bildungsangebote zu machen und auf Lohnsubventionen dieser Art zu verzichten. Ja, Mindestlöhne ist ein Thema, was heute inzwischen auch die Regierung in der einen oder anderen Form aufgegriffen hat. Tatsache ist, dass die branchenweiten Mindestlöhne natürlich nicht den gesamten Bedarf abdecken, dass es sehr, sehr viele Arbeitsmarktnischen gibt oder auch Branchen und Tarifbereiche, in denen keine tariflichen Mindestlöhne gelten, sodass ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn selbstverständlich notwendig ist, braucht man nicht weiter noch begründen. Ein letzter Punkt sind die Solo-Selbstständigen, von denen wir immer mehr haben, gerade unter jungen Absolventen in den Universitätsstudiengängen. Sie sind heute ja bereits schon krankenversicherungspflichtig, obwohl sie bei der Berechnung der Beiträge zur Krankenversicherungspflicht ein bisschen benachteiligt werden von den Kassen. Entrichten Beiträge, wenn sie später am Ende des Jahres herausstellen, dass sie weniger verdient haben, können sie die nicht wieder korrigieren, sondern das Geld ist weg, die Krankenkassen geben nichts zurück. Und auch da muss eine Verbesserung stattfinden im Interesse der Solo-Selbstständigen und sie sollten auch rentenversicherungspflichtig werden. Allerdings, wer ein kleines Unternehmen gründet, sollte eine gewisse Entlastung haben und deswegen wird empfohlen, dass die Beiträge auch auf 3 Jahre stundbar sind und dann später nachgezahlt werden können. Ja, gleichzeitig gibt es eine Fülle noch weiter bestehender Marktzutrittsschranken und Wettbewerbshindernisse im Bereich der freien Berufe, die hier auch Thema gemacht worden sind, die abgebaut gehören.